Herzlich willkommen zurück zum Starfield Let's Play hier auf meinem Kanal ProPlay LP. Wir haben ja jetzt wieder eine Ryujin Mission abgeschlossen, nämlich Baupläne für einen Antrieb zu stehlen, ohne erwischt zu werden. Das habe ich geschafft hier bei der Ryujin Security. Hier muss man nämlich ziemlich verdeckt arbeiten und jetzt habe ich es endlich mal hundertprozentig hinbekommen, ohne dass mich jemand erwischt, ohne dass jemand sieht, dass ich hier was mache. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt das unter die Kommentare. Das würde mich riesig unterstützen für meinen Kanal, für meine Let's Plays. Ansonsten unter der Videobeschreibung findet ihr den Link von Instant Gaming. Der Link ist komplett kostenlos. Dort findet ihr super Rabatte zu allen Games, die ihr so sucht. Und wir gehen jetzt mal zur nächsten Managerbüros. Okay, wir müssen jetzt zu den Managern und jetzt erstmal wieder mit Leuten labern und auch. Ah, genau. Ich glaube, sowas Stressiges hat nicht. Was für eine wunderschöne Statue. Welch einzigartige Kunstwerke. Okay, da hoch. Ob sie wohl von Hand geschaffen wurde? Keine Ahnung. Managerbüros. Wenn der Deal platzt, war's das mit meiner Karriere. Nein, kannst du nicht. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Ach, dort muss ich hin. Name und Termin. Bestätigt, Ularo ist noch kurz in einem Meeting mit Genevieve. Ihr könnt hier oder in der Lobby warten. Ich rufe euch, wenn sie euch empfangen kann. Hier steht, dass Imogen Salso bei dir sein soll. Ich bin hier, Maeve. Gut, es sollte nicht lange dauern. Ah, schneller als gedacht. Ularo ist jetzt schon bereit. Oh. Wir können rein. Wenn sie nicht mitspielen, bleibt uns nur noch eine Option. Gott, hat sie hier was liegen für mich? Ist das eine Universalantwort? Ich will keine weitere PR-Katastrophe. Ja, Viv. Weil du zu gut in deinem Job bist. Oh, hier gibt es geile Waffen. Die Details später. Mein nächster Termin ist da. Das gehört uns. Aber du darfst das bei unserem nächsten Meeting Alexis sagen. Habe ich das jetzt mitgenommen? Nee, ich habe es nicht mitgenommen. Da bist du ja endlich. Ich habe schon sehr viel von dir. Stopp! Neon Security! Ja, schon gut. Du kommst mit. Wir beschlagnahmen alle Schmuggelware und alles Diebesgut in deinem. Ja, ist ja schon gut. Ich wollte es nicht klauen. Ich habe wieder nicht aufgepasst. So, gucken. Hier gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann. Hier kann ich gar nichts mitnehmen, weil das hier alles nichts für mich ist. Was guckst du so blöd? Mach den Kopf zu. Guck selber blöd, du Vogel. So, wir müssen nochmal schnell hin. Zu ihr hin. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Oh, das war jetzt noch keine Mission. Ich sollte erstmal mit der Frau reden. Mit Imogen. Also dürfte ich ja noch nichts falsch gemacht haben, wenn ich jetzt erwischt wurde. Managerbüros gleich hoch, genau. So, na, lass mich laufen. So, gleich hier hoch. Man, das sieht so geil aus hier, die Gebäude. Auch von innen. So, sie müsste ja jetzt schon bei ihr drin sein, genau. Den Safe würde ich auch gern aufknacken, aber da würde man mich erwischen. Also, wie gesagt, ich bin Ularo Chen, Head of Operations hier bei Ryujin. Also, wie gefällt dir dein neuer Job bisher denn so? Ja. In dem Fall erweist sich unser erster Eindruck von dir als erstaunlich zutreffend. Also, die liebe Genie sagt, du hast die Grundlagen unserer Arbeit schon durchlaufen und hattest jedes Mal Erfolg. 5 erfolgreiche Standardaufträge und einen speziellen. Ein paar Zwischenfälle hier und da, aber alles kein Problem, oder?
Ich habe zufällig einen persönlichen Auftrag für dich. Einen, bei dem du dich mit einem externen Kontakt treffen musst. Ginny scheint zu glauben, dass du das mühelos hinbekommst. Er ist der beste Agent, den ich je angeheuert habe. Und auch der einzige Agent, den du je angeheuert hast. Treffen mit externen Kontakten sind nicht immer so simpel wie deine bisherigen Missionen. Manche sind wankelmütig oder fordernd. Du musst also wissen, wie du mit ihnen umgehst und spontan Entscheidungen treffen. Verstanden, das kriege ich hin. Gut, sonst hätten wir hier bei Ryujin wohl auch nicht viel Verwendung für dich. Dein Kontakt ist Simon Ritschek. Er hat angeblich Informationen zu einem neuen Projekt, an dem Infinity Ltd. arbeitet. Er nennt das Projekt einen Game Changer, an dem Ryujin sicher besonders interessiert wäre. Er verlangt also bestimmt nicht wenig. Wir haben ein Budget von bis zu 1000 Credits dafür. Handle ihn möglichst weit runter. Okay. Du besorgst die Informationen, wenn du deinen Job behalten willst. Simon überprüft deine Identität über einen geheimen Losungssatz. Die Details bekommst du von Ginny. Das ganze Konzept ist unter meiner Würde. Simon ist ganz sportverrückt und redet bei jeder Gelegenheit darüber. Irgendwann sagt er beiläufig, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Du antwortest darauf, Razor Derby ist der einzig wahre Sport, klar? Ach, meine Güte, ihr Anzeigtypen seid wirklich unendlich unterhaltsam. Ich fühle mich hier wie in einem billigen Spionage-Thriller. Klar, ich bin bereit. Er ist in Cydonia. Hoffentlich ist dein Schiff also vollgetankt. Such ihn über den Lux Condos auf der Plaza. Du hast den Burschen sehr gelobt, Genie. Hoffentlich lässt er dich nicht schlecht aussehen. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss noch einiges erledigen. Cydonia müssen wir ins Soul-System. Mal gucken, ob ich da jetzt einfach hinspringen kann. So. Das System war ja hier hinten. Ja, hier haben wir's. Da könnte ich gleich landen. War ich dort schon? Auf Mars? Das ist ja jetzt der Mars, oder? Ja. Ich weiß noch gar nicht, ob ich da überhaupt schon war. Wenn wir schon hier sind, sollten wir beim Exchange unsere Vorräte aufstocken. Ich weiß nicht, war ich hier schon? Ich weiß es nicht. Na, Vorräte brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir waren hier schon mal. Erstmal hier rein. Ja. Bisschen Munition vielleicht noch kaufen, aber ansonsten brauche ich nichts. Gab es hier überhaupt Geschäfte? Glaub schon. Ja, vielleicht eine Slate rum. Bei den Leuten, man kann immer mal gucken, ob Slates rumliegen. Aber die Besucher, das ist was anderes. Ah, mit denen muss ich bestimmt später mal labern. Im Moment nicht. So, hier oben gab es ja überall Händler, ne? Oh, ah, hier wird gebaut. Ah, hier wird ein Schiff, ein Schiffsantrieb gebaut. Wo gab es denn hier Händler? Das ist eine Auftragsbörse. War ich hier schon an der Auftragsbörse? Okay, hier gibt es noch nichts für mich. Was gibt's? Ich habe im Moment keine Arbeit für dich, also verpiss dich.
Ja, leck mich. Okay. Dann gucken wir mal, wo ich jetzt hier. Ich wollte noch mal gucken, was hier zu kaufen gibt. Bevor wir jetzt zum Missionspunkt kommen, aber ich glaube, wir müssen noch ein Stück weiter laufen. Oh, hier gibt's Geschäfte. Hey, suchst du was Bestimmtes? Wir haben alles Mögliche, frag einfach. Cool, das machen wir hier. Alles einfach gucken. Genau, hier die Sechser. Ich glaube, an Munition, das sollte erstmal reichen. Dietriche nehme ich auch mit. Hey Mann, ich bin noch neu hier. Kann also nicht unbedingt qualifiziert antworten. Wir sind so ein riesiges Transport- und Handelsnetzwerk im ganzen bekannten Universum. Alle Freestars, UC, sogar Haus Varun arbeiten irgendwie mit uns. Wir stehen für freien Handel für alle oder so. Jo, würde mich nicht wundern, wenn wir sogar mit der Crimson Fleet Geschäfte machen. Die bezahlen mein Gehalt, also finde ich sie ziemlich cool. Klar, oder? Mann, sorry. Kann ich echt nicht sagen. Die haben mir sogar verboten, über sowas zu reden, wegen Gerüchten und so. Ich weiß nur, dass wir ein Handelsunternehmen sind und ich Sachen ankaufen und verkaufen soll, mehr nicht. Und hey, über alles andere zerbreche ich mir auch nicht den Kopf. Jo, hier war mal ein Typ, der wollte so einen total komischen Fisch oder so verkaufen. Und er hat noch gelebt. War in so einer großen Plastiktüte mit Wasser und alles. Richtig groß war der. Ich wollte ihm verklickern, dass wir sowas nicht ankaufen, aber da kommt mein Boss an und sagt, klar kaufen wir den. Also musste ich ihn echt annehmen und auch lagern und alles. Mann, das war stressig. Und was noch viel komischer war, es ist sofort jemand gekommen und hat ihn uns abgekauft. Strange, oder? Ja, strange. Wir sehen uns. Hier ist wieder eben auch eine Bürgerin, ist es nur. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also Munition sollte ich ja jetzt erstmal genug haben. Munition dürfte ich jetzt erstmal genug haben. Aber Dietriche brauche ich immer wieder im Moment. Eigentlich immer. So, mit ihm soll ich labern. Hast du dich verirrt oder willst du nur mit einem arbeitslosen Miner plaudern? Ach, das einzig Gute, worüber man noch reden kann, ist Sport. Apropos, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. So sieht's nämlich aus. Hatte schon gehört, dass sie jemand Neuen schicken. Willkommen. Ich habe Informationen zu einem Deal zwischen Infinity Ltd. und der Deimos Sternenwerft. Deine Arbeitgeber wären sicher sehr an den Details interessiert, also erhöhe ich meinen Preis. Teuer, ja, aber deswegen biete ich auch einen kleinen Auftrag an, wenn du nicht zahlen kannst. Der Preis ist für diese Informationen etwas zu hoch. Ich finde, du übertreibst. Überzeugen. Für das kleine Häppchen? Glaub mir, ich weiß genau, was das wert ist. Schön, dass du meine Situation. Okay, das wird schwer, sie ihn zu überzeugen. Wir finden schon eine Lösung. Einen Punkt brauche ich noch. Ja, kenne ich. Gut. Okay, ich senke den Preis, aber das ist mein letztes Angebot. Außer du ziehst doch den Auftrag vor. 8000 Credits. Ich wusste, du nimmst Vernunft an. Meine Informationen beziehen sich auf einen Deal namens Dominion-Projekt. Ich gebe dir zwei Slates. Sie enthalten von mir beschaffte Überwachungs- und Interaktionsdaten zu Stanley McMillan, dem Infinity-Vertreter. Ich gebe dir auch noch eine dritte Slate, weil du nämlich die Dateien zum Dominion-Projekt selber von seinem Computer ziehen musst. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, Stanley McMillan. Zwei Stanley McMillan Slates, die schaue ich mir gleich mal an. Aber das war jetzt ganz schön viel, was ich gezahlt habe. 8000 Credits.
Na gut, die haben es ein bisschen runtergehandelt, aber ich hätte auch jetzt einen Auftrag annehmen können. Dann hätte ich sie wahrscheinlich noch viel billiger bekommen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier auf jeden Fall mal die Slaves an. Stanley McMillan. Ist das hier nach dem Alphabet geordnet? Ich denke mal schon. Hier. Stanley McMillan Akteur. Zeitplan. Okay, hier steht 37 verlässt Lux Kondos, um zur Arbeit bei der Deimos Sternwerft zu gehen. Okay. Also, da steht das alles drin. Audiodatei. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wo wir jetzt hin sollen. Findet die Akte zum Dominion-Projekt. Ist die hier auf der Basis überhaupt? Ach, da muss ich ja ihn wieder austricksen. Liegen hier Slates rum. Wusstest du, dass Deimos den Großteil der Schiffe für die UC Navy baut? Das ist ein extrem lukrativer Großauftrag. Jetzt muss ich ja den Typen hier ansprechen. Ich kann jetzt nicht plaudern. Kann ich dir irgendwie helfen? Sicherheit, aber Technik-Support. Ich muss den Sicherheitsstand des Sensors prüfen. Oh, dann geh einfach durch. Ich will ja nicht für Sicherheitsverstöße verantwortlich sein. Wie lange wird das wohl dauern? Ich könnte eine Pause vertragen. Bin bald wieder da. Komm, lauf weg. Damit ich hier in Ruhe schauen kann. So, jetzt gucken wir das mal durch. Was finden wir hier? Muss ich wieder ein Schloss hacken? Ah, verdammt. Ah, hier muss ich wieder einen rückgängig machen. Aber hier kann ich das nehmen, genau. Ah nein, das geht nicht. Ich kapier's gerade nicht. Ah. Ja. Okay. Okay, da habe ich es ja geschafft. Vorsicht beim Überbrücken. So. Sollen wir jetzt zurück? Zu wen überhaupt zurück? Habe ich jetzt nicht gelesen, zu wen wir zurückgehen? Auf jeden Fall. Verlassen wir jetzt die Basis oder... Ach, wir müssen ja bestimmt zur Ryujin wieder zurück.
Genau. Sternenkarte. Das war... Wo war's? Ich finde das immer nicht so richtig. Hier bin ich. Nee, hier muss ich nicht hin. Mich zeigen. Hier. Ach, streng geheim, kehre zur Ryujin zurück, dann müsste ich ja wieder zurück. Ins Soul-System. Ah, nee, ins Wohl. Wohl 1, Wohl 2 System oder wie auch immer das heißt. Genau. Neon. So, mal sehen, was sie sagt zu uns. Ich habe sie jetzt besorgt, die Dateien, ohne wieder erwischt zu werden. Ja, wir gehen mal hier rechts lang diesmal. Kaufen möchte ich nichts mehr. Ich möchte endlich wieder Credits verdienen, dass ich auch endlich mal mein Schiff weiter, mein Hauptschiff weiter aufbauen kann, mehr größeren Frachtraum, dass ich nicht mit dem Gefängnisschiff die ganze Zeit fliegen muss, weil das nicht so für den Kampf ausgestattet ist. So, müssen wir wieder da hoch. Ach ja, zu ihr wieder zurück. Na dann. Als sprechen wir allein mit ihr. Liegen da Dietrich, die darf ich nicht mitnehmen. Schade. Das hat länger gedauert als erwartet. Ich hoffe, Simons Informationen waren die Mühe wert. Das Dominion-Projekt? Das kann nicht stimmen. Ich entschlüssele das kurz. Mal sehen. Hier ist der Schlüssel. Und fertig. Sieh an. Unser Freund Simon hat also nicht gelogen. Das Dominion-Projekt ist kein Infinity-LTD-Prototyp. Es ist einer von uns. Sie haben nicht einmal den Namen gelöscht. Sie dachten also, sie werden nicht erwischt. Komm mit. Das muss Masako erfahren. Okay. Darf ich die Trische wirklich nicht mitnehmen? Nein. Na dann los, dann zeig mir mal, wo ich hin soll. Da musst du mal vorlaufen, Madame. Kann ich auch nicht. Auf der Chefetage hat Ryujin keine Kosten gespart. Okay, na klar, ist immer so auf der Chefetage, dass da luxuriös aussieht. So, wo gehen wir hin? Durch diese Tür. Hier bin ich noch nicht durchgegangen. Noch ein anderer Boss hier. Eis. Hey, Olaru? Was ist denn los? Wer ist das? Das ist unser neuer Agent. Ganz frisch. Er hat den Auftrag, sich mit einem Informanten zu treffen. Aber jetzt kommt's. Infinity LTD hat das Dominion-Projekt in die Hände bekommen. Unmöglich. Nicht nur das. Sie wollen es auch noch unter ihrem Namen verkaufen. Natürlich tun sie das. Feins muss der Sache unverzüglich nachgehen. Da du das aufgedeckt hast, hilfst du bitte bei den Ermittlungen. Das Dominion-Projekt ist geheim. Schon von seiner Existenz darf man nur mit hoher Sicherheitsfreigabe wissen. Wenn Infinity LTD Informationen darüber hat, müssen wir einen sehr gut vernetzten Maulwurf in unserer Firma haben.
Wir dürfen nicht zulassen, dass der Maulwurf noch mehr Informationen in die Finger bekommt. Ganz genau. Rede mit Dalton Fiennes, unserem Chief Security Officer. Ich schicke ihm die Details. Du hast uns auf einen gewaltigen Sicherheitsverstoß aufmerksam gemacht. Ich hoffe, dass du hilfst, wo du kannst. Und danke. Manche Agents hätten das vielleicht als Gelegenheit zu einer Erpressung genutzt. Schön zu wissen, dass du loyal bist. Gut. Gab wieder EP. Und ein paar Credits. Mal ein bisschen mehr Credits endlich. So. Wo gehe ich lang? Runter. Hier war ihr Büro. Ne, da muss ich hier runter. Wenn der Deal platzt, war es das mit meiner Karriere. Nicht hierfür, aber ich verlasse mich auf dich. Sollte ich das mithören, das Gespräch, oder sollte ich mich anschleichen und das Gespräch mithören? Ich weiß es nicht. So, wo soll ich hin? Hier rein. Zu ihm. Lass mal hier reingucken, was gibt's hier Schönes? Liegt hier eine Slate? Nein. Man muss aber mal gucken. Hier sind die ganzen Pläne. Was sind das? Dienstpläne? Nee. Keine Ahnung, kein Überblick. Gut, du bist hier. Dank deiner Arbeit in Cydonia hat hier angeblich jemand Informationen über das Dominion-Projekt an unsere Widersacher bei Infinity Ltd. weitergegeben. Ein Maulwurf in der Firma bedeutet ein Versagen meiner Abteilung. Wir leiten die Sicherheitsdirektive Theta ein, eine komplette Durchleuchtung des gesamten Personals im Gebäude, einschließlich Masakos und mir. Es ist definitiv ein Versagen, aber vorerst zählt nur, es zu beheben. Direktive Theta hat einen einzigartigen Fall, nämlich Ularu Chen. Die Direktive verlangt, dass ein spezialisierter Programmierer namens Nix sie durchleuchtet. Aber du musst ihm bei einem ungewöhnlichen Auftrag helfen. Vertrauen ist da irrelevant. Es geht um beiderseitige Vorteile und um Druckmittel. In diesem Fall beiderseitige Vorteile. Nix gibt dir ein Programm, das du auf Ularus Computer installierst und das Daten sammelt, um ihre Schuld oder Unschuld zu beweisen. Dein Job ist es, anonym in den Ryujin Tower einzudringen, um dieses Programm auszuführen. Vollkommen unbemerkt. Das bedeutet, dass deine Schlüsselkarte deaktiviert ist und die Wachen im Gebäude dich als Eindringling ansehen. Oh, klingt so, als würde mein Leben... Klingt so, als würdest du die Leben deines eigenen Teams riskieren. Wenn das ein Witz war, war er nicht lustig. Wir vertrauen darauf, dass du das möglichst diskret erledigst. Ich schicke alle nicht essentiellen Mitarbeiter nach Hause, auch Ularu. Ich sage einfach, es werden Routine-Sicherheitschecks durchgeführt. Inzwischen sorge ich dafür, dass du Zugang zum Lüftungssystem des Towers hast. Das sollte dir helfen, nicht entdeckt zu werden. Und okay. Du bekommst einen Disruptor, was dabei helfen sollte, Opfer zu vermeiden, falls es zum Worst-Case-Szenario kommt. Ich behalte alles gut im Auge und achte darauf, dass es nicht zu unnötigem Blutvergießen kommt. Ich bekomme einen Disruptor, dann her damit. Davon erfahren. Nicht einmal unsere eigenen Wachen. Du musst also vorsichtig sein. So sehr ich die Worte deiner Begleitung zu schätzen weiß, wäre es vielleicht besser, wenn du das allein angehst. Du solltest alles tun, um das Risiko zu mindern. Du triffst dich in Madame Sauvage's Place mit Nix. Er weiß, dass Direktive Theta aktiv ist. Ich habe einen Disruptor bekommen, da den möchte ich mal schnell ins Inventar packen. Wo ist denn der Disruptor? Das ist meine Waffe. Ah, hier. Das ist der Disruptor und der bekommt einen Platz. Hier. Mal gucken, ob ich ihn mal
So. Speichere mal kurz schnell durch. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Müsste ich hier wieder runter? Was ist meine Begleiterin? Wieder da? Was geht? Ich trage nur Luxusgüter. Kleiner Scherz. Müsstet ihr deine Waffe mal kurz wegnehmen? Oh, was hat sie denn für eine geile Waffe? Die ist tödlich, die Waffe. Ob ich ihr ein Messer geben kann? Inventar. Waffen. Was ist denn das? Habe ich den bekommen? Wow! Den habe ich bekommen. Kaliber 43. Das ist der Disruptor. Noch so einen habe ich nicht. Die Grendel, die könnte ich verkaufen im Prinzip. Das ist eine Maelstrom. Oh, die ist besser. Machen wir die. Die hier. Nein. Ach, das ist Sarah. Hast du was für mich? Ach, das war ihre Waffe, okay. Waffen. Nee, das ist ihre Tesla, genau. Ich habe leider kein Messer. Wir müssen es probieren. Du gehst? Oh, so ist das also. Wir müssen es probieren, dass sie jetzt keine Waffe dabei hat. Ohne Waffe wäre es besser, wenn sie nur schlägt oder halt betäubt. Aber ich habe für sie keine bessere Waffe. Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Wir probieren's. Das wird jetzt eine richtige langwierige Mission wahrscheinlich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rein. Ja. Ah, hintenrum durch hintenrum. Wir müssen uns hintenrum in den Tower schleichen. Die hat irgendwas gesagt wegen Luftschächten, dass wir uns da reinschleichen. Uns darf uns niemand erwischen. Wir müssen schön schleichen und dann halt nur mit dem Disruptor. Website ist komplett vor die Runde gegangen. Hä? Ach so, ich soll hier jemanden noch finden, ne? Bei Madame Sauvage. Soll ich da noch jemanden finden? Ich kann es mir nicht immer so alles merken, wenn die alles erzählen. Dann muss ich erst immer auf meine Mission gucken, aber auf jeden Fall. Ah, mit ihm soll ich reden. Ach, das ist Nix, genau. Stimmt, ja, das ist dieser Nix. Wir sollten uns also lieber benehmen. Das ist dieser Nix. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Ah ja, Daltons Mädchen für alles. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Überzeugen probiere ich mal. Das ist er ganz bestimmt nicht. Ja, das hoffe ich. Oh, das wird schwerer bei ihm. Jetzt nein. Nicht voreilig werden. Ah, was kannst du? In Neon? Ach. Wovon träumst du nachts? Nein, das war jetzt nicht gut. Bezahl. Ich hab nicht ewig Zeit. Muss ich schon wieder bezahlen? Immer wieder gerne. Ich könnte auch den Gefallen machen, aber ich will auch mal weiterkommen hier. Führ das Baby hier einfach auf Ularo Chens Computer aus. Das Programm macht den Rest. Wenn du fertig bist, bring mir die Slate nach Hause. Ularo hat sicher eine knackige Verschlüsselung.
für die mein kleines Setup hier vermutlich nicht ausreicht. Schön, dass du noch mehr kannst, als nur herumzuschleichen und gut mit Worten umzugehen. Hier ist die Slate. Ich warte. Gut. In Aquila gibt es sowas wie recht. So viel ist klar. Schade, ich habe es diesmal nicht geschafft, ihn zu überzeugen. Das war ein bisschen schwieriger bei ihm, ein bisschen schwierigerer Typ, den zu überzeugen. Jetzt muss ich wieder hoch. Muss irgendwo hier hoch. Hier komme ich hoch. Ah, genau. Hier ist der Hintereingang. Hinteraufgang oder auch wie auch immer. Hier können wir nach oben. Lass mich mal kurz gucken hier, was es hier vorne gibt. Eine Birne. Ach so, ich kann ja hier nichts mitnehmen. Ach, ich muss bis da hoch in den Tower. Okay. Na, dann werden wir doch uns schnell da hoch sprinten. Gibt's hier irgendwas hier drinne? Ne, drinne gibt's gar nicht. Okay, die Slate mal hier reinschmeißen. Ach ne, ich muss mal den Knopf aktivieren, okay. Jetzt soll ich hier tatsächlich klettern, okay. Nein, wir wollen hier drauf. Nein! Oh, das sah schmerzhaft aus. Kommt nicht in Frage. Ja, das sah schmerzhaft aus, aber wir probieren es gleich nochmal. Okay. Wieso hat der eigentlich jetzt Wieso hat er die Waffe ausgewählt? Achso, ich muss den Disruptor noch zu meiner Hauptwaffe machen wahrscheinlich. Inventar. Wo hat die jetzt die Waffe her? Jetzt muss ich hier nochmal hoch. Wieso schaffe ich denn das nicht, da einfach rüber zu springen, ohne runterzufallen? Kann ja nicht so schwer sein. Das ist doch ein Kinderspiel. So eine leichte Aufgabe und ich bekomme es nicht hin. Ja, hier sind Kisten, hier sind bestimmt Sachen drin. Hier war was drinne, was vielleicht nicht. Ein Bioblocker. Alter, das ist ja mal eine Kletterveranstaltung hier. Ah, okay. Jetzt sind wir in dieser Belüftung drinne. Wir sind noch verborgen. Hier ist wieder so ein Schacht. Hier ist erstmal niemand. Hier komme ich nicht weiter durch. Ah, ich sehe erstmal niemanden hier. Hier ist was zum Sammeln hier vorne. Aber hier darf ich wieder nichts mitnehmen. Hier darf ich wieder nichts mitnehmen. Ach, da hoch soll ich, okay.
Kann ich hier was mitnehmen? Vielleicht mal wieder? Auch nicht. Wir sind noch im Schacht drin. Hier ist niemand. Hier geht's runter. Hier müssen wir aber aufpassen, dass hier niemand ist. Oh. Verdammt, komme ich hier denn nicht? Komme ich hier denn nicht da durch? Nee. Geht nicht anders. Ich muss hier durch. Ich muss hier runter. Okay, hier hat mich jetzt keiner gesehen. Hier steht auch im Moment keiner. Hier sitzt auch niemand. Was sind das hier? Bleib stehen, wenn du weißt. Du hast hier nichts zu suchen. Ich bring dich zum Verhör. Netter Versuch. Aber das Gebäude ist Sperrzone. Du kannst also nicht legal hereingekommen sein. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich möchte dir ja helfen, aber... Hey, ich vertraue dir, okay? Aber wenn wir dich auf einem anderen Stockwerk erwischen, schießen wir sofort. Jetzt konnte ich tatsächlich noch mit ihr verhandeln, dass sie mich nicht verhaftet. Jetzt muss ich aufpassen, dass mir das nicht nochmal passiert. Muss ich jetzt weiter hoch? Ich muss hier hin. Warum kann ich das nicht nur über die Schächte machen, dass ich nur über die Schächte da reinkomme? Oder sitzt jemand? Jetzt habe ich es versaut, aber ich wusste jetzt nicht, was ich sonst machen soll. Wie sollte ich mich da reinschleichen? Ich weiß es einfach nicht. Jetzt bin ich ja wieder hier. Das ist der Disruptor. Ah, hier sind die Dietriche, ja, die darf ich leider nicht nehmen. Kann ich es noch abschließen, indem die mich nicht erwischen? Gibt es hier noch irgendwo anders Schächte? Sehe keiner. Nee. Ja, mal schade, dass die Constellation sich keinen solchen... Ryujin Security! Keine falsche Bewegung! Ah, jetzt muss ich es nochmal probieren. Netter Versuch. Aber das Gebäude ist Sperrzone.
Ja, kenne ich. Verdammt. Ja, kenne ich. Ich bin doch kein Weichei. Genug geredet. Du kommst jetzt mit. Naja, es gibt da etwas, worüber ich reden möchte. Na du, schön dich zu sehen. Aber sind wir jetzt wirklich verhaftet? Ich habe viel über unsere Pläne nachgedacht und habe entschieden, dass Aja Mamasa unsere Hochzeitszeremonie abhalten soll. Ich wusste, du verstehst es. Gut, nachdem das geklärt ist, wir halten die Zeremonie klein, ja? Nur wir beide? Das ist wirklich süß von dir. Aber ich glaube, die weite Reise bis zu Aja wäre für das arme Mädchen viel zu aufregend. Wir müssen ihr Zeit geben. Hätte jemand anders das vorgeschlagen, hätte ich Nein gesagt. Aber wenn es von dir kommt, weiß ich tief im Inneren, dass es richtig ist. Ich schicke ihr eine Einladung. Mal sehen, ob sie kommt. Noch jemand? Oder reichen wir Drei und Aja als Zeremonienmeisterin? Sehr gut, dann ist das entschieden. Ich schicke Aja eine Nachricht und bitte sie, die Zeremonie zu leiten. Sobald du soweit bist, fliegen wir nach Paradiso. Das bedeutet mir so unendlich viel. Ich liebe dich. Gut. Wie komme ich denn hier wieder raus aus dem Gefängnis? Bin hier gefangen. Ich kann hier ausbrechen. Ich kann hier natürlich ausbrechen, ja. Ich versuch's mal auszubrechen. Mal sehen, was da passieren würde. Hierfür gibt's nichts. Nee, auch nicht. Es ist aber kompliziert gemacht hier. Das haben wir hier. Hier habe ich gar nichts. Ich raff's gerade nicht, wie ich das aufbrechen soll. Verschwende gerade meine ganzen Dietricher. Wie kommt man denn hier raus? Ach hier, da komme ich raus. Ach, ich bin auch blöd. Wir können einfach abhauen. Ich bin auch blöd, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, einfach die Luke zu benutzen. Mal gucken, ob. Jetzt habe ich ganz schön viele Dietriche verschwendet. Ich brauche immer Haufen Dietriche und jetzt hatte ich so viele gehabt zum Glück, aber jetzt
Da ist eine Luke. Hier ist auch eine Luke. Muss gucken, welche Luke wäre jetzt am nächsten. Die wäre am nächsten. Putzlappen. Ne, ist eh alles verboten mitzunehmen. Da ist eine Wache. Ah, das ist ganz schön schwer diesmal. Schnell ein Medipack nehmen. Wo ist mein Medipack? Der ist ja jetzt nur betäubt. Das ist Sarah, ne? Sarah schießt hier rum. Oh, hier ist ein Tresor abstehen. Mal versuche aufzuknacken. Oh, der ist ganz schön schwer. Okay. Nee. Ach, ich kapier's nicht. Ich würde es gerne kapieren hier. Und mal hier haben wir das. Wir haben hier das. Das bekommen wir auch noch irgendwie. Nee. Bekommen wir tatsächlich nicht hin. Aber es würde hier passen. Nein. Hier wird es auch nicht passen. Hier wird es auch nicht passen. Ach, das ist noch ganz schön schwer. Das passt hier auch nicht. Das passt hier gar nicht. Probier's noch mal. Ich muss nochmal einmal zurück. Das passt auch nicht. Müsste ich nochmal zweimal zurück. Das war okay. Das war okay.
Das passt nicht. Das passt. Ich hab's auf. Ach, das ist alles gestohlener Kram, okay. Nee, das darf ich eh nicht mitnehmen, aber dafür habe ich abgespeichert, dass ich das aufgebrochen habe. Ich renne jetzt einfach durch. Wo kommt denn sie jetzt auf einmal her? Ist auch alles Sachen, die ich nicht mitnehmen darf. Wie hoch? Ja, die Sarah, die schießt auch immer sofort. Aber ich habe ja auch sofort geschossen. Hier ist eine Treppe. Ich weiß nicht, ob das was wird, was ich hier mache, wenn ich mich hier überall erwischen lasse. Okay. Kann ich jetzt einfach mich wegporten? Okay, dann muss ich ja jetzt hier raus. Ich muss ja jetzt hier quasi abhauen. Ich darf auch niemanden töten, ne? Und ich muss wieder Haufen neue Dietriche kaufen. Komm ich hier? Ah, hier ist ein Schacht. War ich hier nicht schon? Oh, jetzt komme ich raus, aber ich wurde erwischt. Vielleicht wurde ich ja zumindest nicht erkannt. Das kann ja auch sein, dass ich zumindest nicht erkannt wurde, weil dann könnte ich die Quest auch so abschließen. Dann nüllen sie halt wieder rum, dass es nicht perfekt abgeschlossen war. Aber ich bin halt nicht so bei Spielen mit dem Schleichen. Das kann ich alles einfach nicht so wirklich gut. Hier liegt ein Dietriche. Super, die kann ich mitnehmen. Und Sachen, die ich mitnehmen kann. Cool, danke. Wenigstens mal ein bisschen was zu mitnehmen. Oh ja, hier alles was zu mitnehmen. Hier noch was vielleicht. Wasserwaage brauche ich nicht. Hier ist weiter nichts. Da ist noch was. Credits. Die nehme ich mit, die Credits. Auch wenn sie als Schmuggelware angezeigt werden. Oder als Diebstahl. Mal die Lampe ausmachen. So. Muss aber auch hier irgendwo wieder runterkommen. Aufs Gerüst wahrscheinlich. Okay. Nee. Ah doch, okay, jetzt ist wieder hier labyrinthmäßig hier rauszukommen. Ach, da ist ja schon der Fahrstuhl. Ich habe da was für dich gefunden. Sie hat was für mich gefunden, was denn? Ruhig zu mir, falls du was brauchst. So, jetzt gebe ich ihm erstmal. Jetzt gebe ich ihr erstmal wieder ihre Waffe zurück. So. Erstmal ihre Tesla. Das ist ihre Tesla, genau. Kampfmesser. Hoffentlich bis bald.
Auf jeden Fall. Was ist das hier? Schalter. Muss ich weiterklettern, okay. Muss ich mich hier rausklettern, so wie es aussieht. Na, lass mal hier rauf. Lass mich mal hier rauf. Ist dein Jetpack kaputt oder so? Nein, es ist nicht kaputt. Ich wollte ihn nur ein bisschen schneller machen. Muss ich weiter runter? Hier kam ich doch her. Hier war doch auch ein Fahrstuhl, oder? Hier darf ich ja wieder nichts mitnehmen. Okay. Ach ja, genau, hier wieder komplett runter. War hier irgendwo ein fahrender Stuhl? Wieso komme ich jetzt ins Lagerhaus? Wollte ich überhaupt nicht rein. Oh, hier gibt es ein Lagerhaus. Wow. Gibt es auch Sachen, die ich mitnehmen kann? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ne, gibt es keine Sachen, die ich mitnehmen darf. Alles. Schade. Ich habe gedacht, hier komme ich auch durch, dass ich wieder rauskomme. Nein, aber hier kommen wir nicht lang. Dann wieder raus. So, mal jetzt noch den Ausgang. Geben die Mission noch ab. Bei Ryujin. Auf jeden Fall. Zeit hast, habe ich was für dich. Ja, aber was du dabei hast, Schätzchen, das ist immer nichts, was ich gebrauchen kann. Hier ist eine Werkbank, hier kamen wir auch her. Ja, hier kamen wir her. Da müsste dann irgendwo ein Fahrstuhl sein. Ah, okay, hier sind wir doch schon mal in der Nähe, wo ich hin. Ah, jetzt sind wir wieder hier unten. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Soll ja wieder zurück zu Ryujin. Jetzt laufe ich hier schon wieder lang. Hier ist das Lager. Ne, da muss ich ja hier runter. Ah, genau hier lang. Das müsste jetzt richtig sein, durch den Fahrstuhl und dann oben bei, ja, so könnte ich mal weiterlaufen. Ne, es zeigt immer noch, wo soll ich jetzt hin? Ach, ich soll ihm ja die Slate noch weitergeben, trifft nix in seiner Wohnung. Ah, okay, ja, der will ja die Slate wieder haben, stimmt. Der will ja diese verdammte Slate wieder haben. Wo komme ich zu seiner Wohnung hoch? Nee, hier ist es nicht. Wo sind denn diese Wohnungen? Hier ist das Lager. Lagerhaus. Es müsste ja noch eins höher sein. Ah, hier lang viel. Aha. Nix Wohnung. Was immer doch. In Nix Wohnung geben wir noch seine Slate wieder labern noch und ja. Hat der vielleicht hier auch was liegen für mich, was ich mitnehmen kann, was nicht als Diebesgut gilt? Fühl dich wie zu Hause. Nimm nur keine Souvenirs mit, wenn du hier bist. Ein paar Dietriche für mich liegen vielleicht. Ja, hat leider nichts für mich hier liegen. Nee, auch nichts, was ich mitnehmen darf. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht, oder? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Also glaube ich dir sogar. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Da ist Ryujin nun schon eine Megacorp mit der neuesten Technik und einem Haufen Geld und ist trotzdem nicht gegen Hacker immun.
Unglaublich. Gut. So, er will sich das Ganze jetzt anschauen. Mal sehen. Das Programm, das ich dir für Olaros Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Ularo hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Gut. Kann ich mit ihm wieder labern? Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Du hast deinen Teil eingehalten. Sagen wir einfach, die Slate zeichnet kein sonderlich gutes Bild von Imogen Salso. Was ist jetzt los? Game aufgehangen? Ah nein, es geht weiter. Du arbeitest mit Leuten, die sehr gut darin sind, Informationen zu fingieren und zu fälschen. Sei dir nicht so sicher. Imogen ist praktisch in der Firmenunterwelt groß geworden. Ich würde davon ausgehen, dass sie nichts unbeabsichtigt tut. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Bekomme ich ein paar IP? Noch nicht. Kehre zu Dalton, in den Ryujin Tower noch schnell gehen. Klären, was wir als nächstes machen oder ob irgendwas überhaupt geklärt werden soll, was auch immer. Soll ich wieder in den Ryujin Tower zurückgehen? Genau. Jetzt müssen wir hier durch die Tür, genau. So, dann so schnell zurück. Schnell zurück hier. Aufklären, was wir hier, was jetzt abgeht, so wirklich. Ich würde das noch gerne abgeben wollen und dann erfahren, wie es weitergeht mit Ryujin. Was als nächstes passiert. Managerbüros. So, hier hoch. Das geht zack, zack, zack. Dann sind wir hier oben. Nochmal zu ihr ins Büro. Na, sollte ich nicht zu ihr hin? Hä? Oder zu ihr? Jetzt, der Cursor hängt ja jetzt ganz woanders. Ich sollte wohl gar nicht hier hoch. Ah, ich soll hier unten hin. Da auch nicht. Ach, zu ihm. Dalton, ja, stimmt. Nun, ich darf dir wohl gratulieren. Es gab zwar ein paar Meldungen, aber nichts, was einen Alarm ausgelöst hätte. Nix hat alles problemlos entschlüsselt. Das dachte ich mir. So, was haben wir denn hier? Na, dann geh mal in dein Büro. Und finde raus, was los ist. Finde raus, was los ist. Wir wollen weitermachen. Auf Ularos Dateien zugegriffen. Und
sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Das kann nicht sein. Antwort hier. Oder sie ist extrem wütend auf jemanden in der Firma. Imogen? Sie wirkt nicht wie der Typ dafür. Aber vielleicht ist das ja Absicht. Wenn ich so denke, beweist das womöglich nur ihre Manipulationskünste. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Oh, ein paar EP bekommen. Fehlt nicht mehr viel EP bis zum nächsten Level. Und dann auch wieder Dietricher hinzugefügt. Cool. Speichern wir das mal richtig ab. Und wir werden auf jeden Fall im nächsten Video mit der Ryujin Quest weitermachen. Wir werden Salzo zu Dorten bringen und natürlich sie ausfragen. Und auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Leute, unterstützt mich bitte, Leute. Mit einem Abo könnt ihr mich unterstützen, mit einem Like. Und wenn ihr unter meine Kommentare mal was drunter schreibt, unter meiner Videobeschreibung findet ihr den kostenlosen Link für Instant Gaming. Dort gibt es super Gaming-Rabatte. Schaut es euch mal an, Leute. Ich danke euch. Bis zum nächsten Video. Ciao.